Hallo und herzlich willkommen in der Sage 100. Unser heutiges Thema ist die schreibende Liste. Zuerst lege ich eine neue Lösung im App Designer an. Ich nenne sie hier an der Stelle einfach mal Demo. So, im nächsten Schritt möchte ich eine Datenquelle anlegen und darauf basierend eine neue Liste. Ich erstelle eine neue Datenquellengruppe und lege in dieser Gruppe eine neue Datenquelle an. Für diese neue Liste möchte ich die Tabellen KHK-Adressen und KHK-Kontokorrent verwenden, wobei dann einige Felder aus der Tabelle KHK-Kontokorrent schreibend werden sollen. Aus der Tabelle KHK-Adressen verwende ich die Felder Adresse, Mandant, Matchcode, Lieferland, Postleitzahl und Ort. Und aus der Tabelle Kontokorrent nehmen wir das Feld Konto, das Feld Matchcode, das Feld Währungskennzeichen, Kreditlimit und Gruppe. Und das Feld Vertreter. Und als Beispiel für ein boolesches Feld möchte ich noch das Feld aktiv hinzufügen. Die Datenquelle nenne ich mal Update. Konto. So, aus der Abfrage wird die neue Datenquelle übernommen und ich bearbeite einige Felder nach. Das Feld Matchcode benenne ich um in Konto Matchcode. Das Feld WKZ soll eine Datenreferenz werden. Dazu wähle ich aus dem Bereich Sage System die Datenreferenz für Währungskennzeichen. Das Feld Gruppe wird ebenfalls eine Datenreferenz. Die ebenfalls unter dem Bereich Sage System zu finden ist. Ich wähle hier Kunden- und Lieferantengruppe, da ich beides in einer Liste darstelle. So, das Feld Aktiv soll noch den Datentyp Boolean bekommen. Das Feld Vertreter. Hierfür benutze ich zur Auswahl eine Datenklasse, die ebenfalls in Sage System zu finden ist. Ich wähle hier die Datenklasse CLS Vertreter. So, Konto, Matchcode. So. Bei einer Datenquelle ist es verpflichtend, dass ich ein Standard-Sortierfeld hinterlege. Und in diesem Fall möchte ich zuerst nach dem Matchcode
der Adresse und dann nach dem Matchcode des Kontos sortieren. Ich gehe also auf meine Datenquelle, wähle in dem Feld Sortieren nach den Matchcode und im Matchcode-Feld selbst sage ich, dass ich als zweites Sortierkriterium den Matchcode des Kontokorrents haben möchte. Das mache ich sowohl für die aufsteigende Sortierung als auch für die absteigende. Ich speichere meine Datenquelle und lege im nächsten Schritt ein Listenelement an. Dazu wechsle ich im Baum auf Oberfläche, Elemente, beginne hier auch wieder mit dem Anlegen einer neuen Gruppe Gruppe 1 und in dieser Gruppe lege ich eine neue Liste an. Neues Listenelement. Ich nenne das Listenelement Update Konto. Und als Assistenten verwende ich hier Datenquelle zuordnen. Und als Datenquelle verwende ich meine gerade eben angelegte Datenquelle DTS Update Konto. Ich übernehme alle Felder in die Liste und möchte das Feld Adresse aus der Liste ausblenden. Dazu setze ich die Sichtbarkeit des Feldes auf Versteckt. So, und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir die Liste schon zum ersten Mal anschauen. Ich sehe, alle Felder, die ich ausgewählt habe, werden angezeigt. Das Aktivfeld muss ich noch nachbearbeiten. Und ob ich alle Datenreferenzen, die ich verwenden möchte, auch richtig eingetragen habe, sehe ich, wenn ich die Filterzeile einblende. Ich bekomme hier schon die Auswahl für die Währungskennzeichen, für die Kunden- und Lieferantengruppe. So. Ich wechsle nochmal zurück auf die Datenquelle und schaue mir das Feld aktiv an. Hier ist noch der Wert Integer eingetragen. Hier wechsle ich auf Boolean und kann mir dann die Liste nochmal ansehen. Wie man sieht, hat sich der Datentyp des Feldes geändert. Die Darstellung wechselt von einer Ganzzahl auf eine Checkbox. Ich schließe mal alle geöffneten Tab-Reiter, um eine bessere Übersicht zu behalten. So, im nächsten Schritt müssen wir ein Data-Edit-Element anlegen. Dieses Data-Edit-Element dient zum Schreiben der Daten in einen Datensatz oder eine Datenquelle, die dann serverseitig in der Datenbank gespeichert werden. Also mein nächster Schritt wäre die Auswahl des Listenelements im Kontextmenü des Listenelements oder oben in den Befehlen des Ribbons finden Sie die Schaltflächen Schreibzugriff ermöglichen. Ein Assistent führt Sie durch die nächsten Schritte. Auf der ersten Seite des Assistenten können Sie sich entscheiden, ob Sie auf einem Datensatz oder auf einer Datenstruktur basieren möchten. Datensatz bedeutet hier generisches Schreiben anhand einer Datensatzbeschreibung direkt in eine Tabelle. Haben Sie allerdings komplexere Anforderungen, möchten in mehrere Tabellen gleichzeitig schreiben und dafür eine Geschäftslogik hinterlegen, dann würden Sie an der Stelle Datenstruktur wählen.
Wenn man Datenstruktur gewählt hat, ist es allerdings erforderlich, dass man die Geschäftslogik selbst in einer .NET Assembly schreibt. Der Einfachheit halber bleibe ich jetzt bei dem vorgewählten Datensatz. Der Name für den Datensatz wird mir schon vorgeschlagen. Dann kann ich maximal zwei Tabellen wählen, in die ich schreiben möchte. Ich wähle hier in der ersten Tabelle Adressen und als zweite Tabelle Kontokorrent. Und die Felder, die in der Datenquelle und in der Liste verfügbar waren, werden mir hier schon vorgeschlagen. Ich kann allerdings auch noch zusätzliche Felder wählen, die ich dann im Detailbereich der schreibenden Liste bearbeiten möchte. Ich lasse es hier mal bei der Standardeinstellung, denn das sind genau die Felder, die ich bearbeiten möchte. Auf der nächsten Seite des Assistenten kann ich noch Einstellungen treffen, wie möchte ich einen Detailbereich angezeigt bekommen oder möchte ich nur die Liste sehen? Ich werde später mal umschalten zwischen beiden Modi, damit man das mal erkennt, wie sich diese beiden Einstellungen auf die Liste und auf die Darstellung auswirken. Ich lasse es hier auch mal bei Standard. Die weitere Einstellung beim Datensatzwechsel automatisch speichern werde ich auch noch im Anschluss demonstrieren. Die Felder, die ich in meinem Data Edit Element sehen möchte, kann ich an der Stelle ebenfalls auswählen. Wenn ich den Dialog mit OK bestätige, wird mir sowohl das Data Edit Element als auch hier oben unter Daten der zugehörige Datensatz angelegt. Ich öffne mal den Datensatz und kontrolliere, ob meine Einstellungen korrekt übernommen worden sind und ob ich eventuell noch etwas nachbearbeiten möchte. Ich schaue mir den Datentyp des Felds aktiv an. Der ist richtig als Boolean übernommen worden. Meine Datenreferenzen für Kunden-Lieferantengruppen sind übernommen worden, sowie auch die Datenklasse für Vertreter. Bei der Datenklasse Vertreter habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Ich benötige hier nicht nur den Eintrag Datenklasse, sondern auch als Datentyp Schlüssel einer Datenklasse. Und das Gleiche muss ich für meine Datenquelle ebenfalls nochmal nachholen. Auch hier ist das Feld Vertreter kein Datentyp String, sondern ebenfalls Schlüssel einer Datenklasse. So, es gibt auch noch einige Nacharbeiten, die ich an meinem Data Edit Element vornehmen muss. Mein Data Edit Element soll im Regiezentrum verfügbar sein. Für eventuelle Nacharbeiten, ob ich einen Detailbereich sehen möchte oder nicht, kann ich das hier auf Ebene des Data Edits Elements ebenfalls nochmal einstellen. Auch die Einstellung automatisch speichern finden Sie hier an dieser Stelle. So, ich möchte allerdings keine Neuanlage von Konten und Adressen zulassen, sondern nur vorhandene Datensätze editieren. Und dazu muss ich zurückwechseln auf meinen Datensatz Req Update Konto und auf Ebene des Datensatzes sage ich, ich möchte nur vorhandene Datensätze editieren. So. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich das Data Edit Element einmal der Vorschau anzusehen. Ich wähle das Data Edit Element. Klicke auf Vorschau, gebe die Adresse und das Konto ein des Datensatzes, den ich mir anzeigen lassen möchte und bestätige den Dialog mit OK. Das Data Edit Element wird mit den Vorgaben geöffnet und ich kann an der Stelle prüfen, ob die Felder, die ich beschreiben möchte oder die ich vielleicht nicht beschreiben will, entsprechend eingestellt sind. Ich sehe hier Matchcode. Wenn ich in das Feld reinklicke, kann ich es editieren. Das Feld Land, Postleitzahl, Ort und Konto ebenfalls.
Das möchte ich aber an der Stelle nicht. Also wechsle ich nochmal zurück auf den Datensatz und stelle mir diese Felder entsprechend ein. Das Feld Matchcode wird schreibgeschützt, das Feld Lieferland bekommt einen Schreibschutz, ebenso Lieferort und Postleitzahl. So. Der Übersichtlichkeit halber möchte ich die Felder, die zu einer Adresse gehören, in eine separate Gruppe schieben und nur die Felder, die zum Kontokorrent gehören, in der ursprünglichen Gruppe belassen. Dazu lege ich mir im Data-Edit-Element unterhalb des Registers allgemein eine neue Gruppe an. Und benenne die Adresse. So, aus der Gruppe allgemein schiebe ich die Felder, die die Adresse betreffen, per Drag and Drop, wenn es denn eingeschaltet ist, in die neue Gruppe. In den Einstellungen war in diesem Fall Drag and Drop deaktiviert. Ich schalte die Funktionalität ein und müsste jetzt die Felder in die neue Gruppe Adresse verschieben können. Gruppe Adresse und die Gruppe Allgemein. Wenn man sich jetzt das Data Edit Element in der Vorschau ansieht, sieht man, ich habe eine Gruppe für die Adressdaten und eine Gruppe für die Kontendaten. Ich teste hier meine Felder durch, ob der Schreibschutz überall gegriffen hat. Das Feld Konto sollte man natürlich nicht ändern. Auch dieses würde ich im Datensatz mit einem Schreibschutz versehen. Kontrolliere den Schreibschutz nochmal. Man sieht hier beim Editieren wird mir die Datenreferenz für die Währung angeboten, Kreditlimit, eine Eingabe für Zahlen. Ob die Eingabe des Kreditlimits linksbündig oder rechtsbündig in der Liste geschieht, ist eine Eigenschaft des Feldes auf der Liste. Dazu wechsle ich nochmal auf die Datenquelle, sehe, welche Liste diese Datenquelle verwendet und kann diese hier einfach öffnen, navigiere zum Feld Kreditlimit. In den Eigenschaften des Feldes Kreditlimit finde ich das Attribut Ausrichtung und dieses kann ich hier auf rechtsbündig umstellen. Ich schaue mir das Daten-Edit-Element wieder in der Vorschau an. Die Daten des Feldes Kreditlimit werden nun rechtsbündig angezeigt. Ich kann auch hier schon testen, wie sich Änderungen an meinen Datensätzen auswirken. Dafür gebe ich im Feld Kreditlimit einen Wert ein und verlasse das Feld. Und wir sehen, der Detailbereich wird sofort beim Verlassen des Feldes aktualisiert. Wähle ich eine andere Kontengruppe, wird auch diese sofort unten angezeigt,
Das gleiche funktioniert natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung. Änderungen im Detailbereich werden in die Liste sofort übernommen. Bei Feldern vom Typ Datenklasse wird eine automatische Suche ausgelöst, die mir die entsprechenden Vorschlagswerte in einer Auswahlliste darstellt. Schauen wir uns das Ganze mal innerhalb der Office-Line an. Dazu habe ich das vergessen, was mir immer passiert. Ich habe bei der Liste vergessen zu sagen, dass ich sie in Rewe oder Wawi oder in beiden angezeigt haben möchte. Wechseln wir nun in die Office-Line. Unterhalb des Knotens Stammdaten im Regiezentrum finden wir den Unterknoten Weitere Stammdaten. Hier taucht meine neue Gruppe 1 mit meinem Data-Edit-Element auf. Ich öffne das Data-Edit-Element per Doppelklick und sehe, meine Listen mit den schreibgeschützten Feldern der Adresse, mit den schreibbaren Feldern des Kontokorrents und seinen verschiedenen Datentypen. Beachten Sie hier bitte, dass eventuell benötigte Geschäftslogik als Makros oder als Makro-DLLs implementiert werden muss. Wenn ich mich innerhalb der Office-Line befinde, kann ich bei Feldern des Typs Datenklasse den Suchdialog öffnen und mir den gewünschten Datensatz selektieren. Beachten Sie bitte, dass bei der Vorschau aus dem App-Designer diese Funktionalität nicht zur Verfügung steht. Das kann ich nur innerhalb der Office-Line testen. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Änderungen zu verwerfen oder zu speichern. Und wenn ich den Datensatz wechsle, werde ich automatisch gefragt, ob ich denn speichern oder verwerfen möchte. Wenn ich verwerfen wähle, wird der Datensatz in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Ich wähle hier an dieser Stelle mal einen neuen Vertreter und speichere den Datensatz. Jetzt möchte ich noch die Auswirkungen der beiden Einstellungen mit Detailbereich und ohne Detailbereich sowie das automatische Speichern zeigen. Im Moment wird in diesem Data-Edit-Element, in dieser schreibenden Liste, ein Detailbereich angezeigt und ich kann sowohl im Detailbereich als auch in der Liste editieren. Das, was ich jetzt noch ändern möchte, ist, dass das Data-Edit-Element den Detailbereich gar nicht mehr anzeigt. Das heißt, ich arbeite nur in der Liste. Und bei jedem Datensatzwechsel möchte ich automatisch speichern. Das finde ich in den Eigenschaften direkt unter Editiermodus. Die Änderungen wirken sich aus, sobald ich das Formular schließe und neu öffne. An der Stelle kann ich direkt mit dem Editieren beginnen. Sie sehen, die Speicherschaltfläche ist sofort nach der ersten Änderung aktiv. Ich ändere meine Werte. Und wenn ich den Datensatz wechsle, wird automatisch gespeichert. Ich sehe jetzt die Überschrift, die ich gewählt habe, ist vielleicht nicht ganz so aussagekräftig. Das kann ich aber dadurch beheben, dass ich im Data-Edit-Element
einen anderen Titel wähle. Der Titel soll jetzt sein Schnelländerung Konten. Ich speichere wieder. Unterhalb von weitere Stammdatengruppen finden wir jetzt unser Data-Edit-Element, das jetzt Schnelländerung Konten heißt. Wenn ich es öffne, wird auch der entsprechende Titel der Fensterzeile angepasst. Man kann jetzt beliebige Werte, die ich als schreibbar gekennzeichnet habe, editieren und bei jedem Datensatzwechsel wird der Datensatz automatisch gespeichert. Vielen Dank.